Bis dann, Leute. Den Typen machen wir später platt. Gut, dann. Na, übertreiben Sie es nicht. Schön. Dankeschön. Kurze Sache. Ich habe mich ja nicht mit meinem Namen vorgestellt. Das bedeutet theoretisch, dass sie nicht wissen, wer da angerufen hat. Sonst hätten sie es ja schon erwähnt. Jo, wir ziehen uns raus. Ja. Was hast du? Passt auf euch auf. Schönen ruhigen Dienst, Jungs. Ihr auch. Bis dann, ne? Macht nicht zu lang, aber. So. Wenn ihr welche braucht, holen wir welche aus dem Streifendienst. Das ist kein Problem. Okay. Wie viele sind wir hier? Ich denke mal, zwei kriegen wir besetzt, ne? Ja, dann hole ich jetzt noch zwei. Das passt. Wir treffen uns dann hier mit denen. Oder so. Check. Leitstelle von Officer Botwin. Leitstelle? Hört? Leitstelle, hört? Laser, dann kommen Sie mit. Ja. Für euch, du Gott sei Dank muss ich nicht in so einem Stinke-Polizeiauto mitfahren. Nur die gehobene Klasse. Ja. Diesmal die Tür hinter Ihnen, ne? Mhm, danke. Ich ärgere mich immer noch, dass ich nicht entkommen bin das letzte Mal. Jetzt könnte ich ganz cool in einem Wald chillen. Da hätte mir meine eigene Seven vs. White Höhle gebaut, ne? Hätte schön dann mein eigenes Dorf so ein bisschen erstellt, aber jetzt bin ich ja hier. Hätte jetzt einen schönen Einsiedlerbad, hätte einen coolen Stock, einen Zauberstab. Ich hätte ein bisschen Magie gelernt. Ich hätte das Feuer neu entdeckt. Ich hätte einen neuen Stamm, der hast du schon mehr Einwohner als Los Santos ja, hat. Ja, Frau Bennett, die wartet schon auf uns. Ich habe die Beine wunderbar gestellt. Frau Bennett. Wer ist schön braun? Verhungert oder verdurstet? Warcraft Level? Oder was? Keine Ahnung, Junge. Okay, dann nimmst du dann die Einsatzleitung. Ich die Einsatzleitung. Ja. Jos. Und der hat keinen Bock. Von mir aus. Aber du willst nicht, ne? Das hat man schon, das hat man gehört. Nee, will ich auch nicht. Ach, Herr Laser. Wie ging es Ihnen in so einem Stage? Haben Sie sich gut verstanden mit den anderen? Ich habe mir einen Namen gemacht. Ich habe mir, meine Zelle sichern können. Oh, okay. Territoriale Absprachen. Sind Sie jetzt da der Alpha oder was? Wir haben im Hinterhof haben wir den Platz rechts hinten. Ah krass. Wer sind wir? Ich wollte gerade sagen, wer sind wir? Ich und meine Hermanos. Hermanos. Sie und seine gespaltene Persönlichkeit, meinst du? Nee, ich hab schon, bin schon, aber wir sind jetzt uns hat das, uns verbindet das gleiche, dasselbe Leid. Das wird einmal das den Weg zurück. Bin auf Weg. Nee, ich muss Haftstrafe absitzen. Ja, bitte einmal zurück. Raus mit ihm, bitte. Schönes. Ja, ich muss aber nicht. Los, bitte. Gehen Sie bitte raus. Campbell. Ja, ich weiß, Herr Campbell. Gehen Sie jetzt bitte raus. Mensch, ja, wie mache ich das denn hier? Alles gut, nein. Leute. Den erzähle ich, wenn er im Gefängnis ist. Den mache ich, den macht das nur einmal hier. Der macht das nur einmal. Den erzähle ich richtig. Ich werde den so therapieren, ja? Ja. Gut, alles klar. Also wir verbleiben auch hier im Funk. Einsatzleitung wird Agent Takeda machen. Wenn der rauskommt, ist er dann Warlord. Wir fahren jetzt zum DJ und sammeln die Miss States Attorney ein und fahren dann geschmeidig los zur Staatsbank. Wer ist ein Warlord?
wenn ich mit dem fertig bin. Mit dem Verwirrten gerade, der in den Dingens gelaufen ist. Aber ist das nicht ziemlich gut, wenn der dann Warlord ist? Ja, ja, mache ich, meine ich ja. Ich mache ihn zu einem gestandenen, zu einer gestandenen Persönlichkeit. Den forme ich noch richtig. Okay. Wie machen Sie das? Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrennen. Ah, das sage ich Ihnen nicht. Ich bin halt sowas wie die Supernanny für schwer erziehbare Knastinsassen. Ah, okay. Zählen Sie sich selber auch dazu? Ich habe natürlich auch so meine Phasen durch, nur aber aus dem Grund kann ich ja auch anderen Leuten jetzt die gleichen Tipps so ein bisschen, mitgeben, wissen Sie? Klar, das ergibt Sinn. Da haben Sie absolut recht. Es ist mal wieder erstaunlich, wie reflektiert Sie sind. Ja, ist der Wahnsinn. Ja. Das nennt man Entwicklung der Persönlichkeit. Ah, das nennt man so, das stimmt. Wenn wir noch ein paar Jährchen warten, ne, so noch ein bisschen, bin ich guter Dinge, dass auch sowas irgendwann bei Ihnen stattfindet. Was jetzt? Eine Persönlichkeitsentwicklung. Ich meine, immer in noch, dass Ihre. Form? Naja, also Ihre geistige Reife würde ich so gerade bei 5 Jahren einschätzen, ne? Ah, okay. Ja, ja. Wo kommt das denn jetzt her, Herr Laser? Naja, wenn Sie richtig knorke Burschen wären, ne? Ja. Mhm. Hätten Sie mir jetzt einmal ein Handy gegeben und hätten hier dies, das, tralala. Aber nein, Sie müssen ja jetzt diesen machen. Und da bin ich einfach kein das Freund von. Ein sehr guter Deal, Herr Laser. Ich verstehe Ihr Problem nicht. Ja, ja. Ein guter Deal ist es nur, wenn ich nichts zu vertuschen habe. Was? Nein, naja, das war ein guter Deal, dass wir. Den DB hätten sie ja so oder so bekommen. Das Handy? Den DB, den Durchsuchungsbeschluss. Jesus Ach so. Maria. Ah. Das ist auch kein Mr. Laser exklusiv, das ist tatsächlich bei jedem DB. Ja. Hat keiner Zugriff auf sein Handy. Das ist jetzt halt eine Aneinanderkettung von Ereignissen, die jetzt etwas. Ach, deswegen wurde mir mein Handy weggenommen. Warum Ihnen das Handy weggenommen worden ist, das kann ich Ihnen persönlich jetzt nicht sagen. Das wissen Sie ja bestimmt selber, Herr Laser. Wegen Ihren Verbindungen. Verbindungen. Oh, Campbell, wissen Sie, was das Geile ist, wenn man eine Einsatzleitung ist? Nee. Man darf seine Kur-Einsatzleitung bestimmen, das machen Sie. Wunderbar. Sind das hier die Menschen von uns? Ich glaube nicht. Auf die ganzen Scheißgesichter habe ich gerade gar keinen Bock, Jungs. Ne? Also wenn ich die schon sehe da wieder, ja, gar keinen Bock eigentlich. Nee, gar nicht, boah. Überhaupt nicht. Aber so wirklich nicht. Nee, ey, die fressen, die ziehen die jeden Tag immer wieder erneut so. Also das macht keinen Spaß, die sollen mal endlich einen Job wechseln. Dann haben sie auch wieder mal ein Lächeln im Gesicht. Die sind ja komplett kaputt. Bist du auch eingefahren und verbittert, ne? Sind sie, weil sie halt mit ihrem eigenen Leben nicht ganz zufrieden sind. Sind irgendwo mal falsch abgebogen und das müssen sie schön an den anderen Leuten rauslassen, so. Anstatt mal an sich selbst zu arbeiten und eventuell darüber nachzudenken, vielleicht doch Jobwechsel vorzunehmen. Nee, da wird schön mit der extra Wucht nochmal auf den Knastinsassen eingedroschen. Mit dem Polizeiknüppel. Das glaube ich jetzt nicht. Also wird vermutlich angedroht, aber... Ja. Das kann ja keine Praxis sein. Angedroht mit einem Lächeln im Gesicht, ne? Die freuen sich richtig drauf. Gut, so eine kleine Suffisanz würde ich denen jetzt auch nicht absprechen. Ja. Und das heißen Sie gut? Ich persönlich halte das nicht gut ein. Deswegen bin ich auch kein Polizist. Oh. Ich würde mich ungern damit identifizieren. Ich war auch einer wie Sie mal. Ich war auch mal ein FIBler. Und? Was hat Ihnen daran gefallen, was hat Ihnen daran nicht gefallen? Arbeiten wir mal auf. Sie sind ja reformed, so wie ich das so rausgehört habe. Naja, irgendwann habe ich mir gedacht, ich mache den Scheiß nicht mehr. Das hat mich alles irgendwann eingeholt, wissen Sie? Aber auch mit so einer rauchigen Stimme und einem Glas Whisky in der Hand, was Sie im Schatten schwenken. Ja, und man sieht tatsächlich nur Ihre Silhouette. Und das sieht man nur anhand dieser Glut von der Zigarre, die alle 5 Sekunden mal aufleuchtet, nicht wahr? Irgendwann, ne, beim 1000. Verdächtigen, da konnte ich nicht mehr anders. Da habe ich einfach zugeschlagen. Da habe ich einfach über die Grenzen hinaus mein eigenes Ding gemacht. Weil ich wusste, er ist schuldig. Aber die Beweise, die hatten wir trotzdem nicht. Also, und Alter, ich wollte diesen Sie Wichser. Das kann ich mir bestellen. Dieser Wichser sollte trotzdem büßen für die Taten, die er verrichtet hat. Wissen Sie, was ich meine? Scheiß aufs Rechtssystem. Das haben Sie sich auf einen kleinen Zettel geschrieben. Naja. Den haben Sie bis heute nicht vergessen. Richtig. Ich habe schon Dinge mitbekommen. Die lassen mich nachts nicht mehr schlafen. Und dann grabe ich immer zu meinem Whisky. Ah, ja. Naja. Und Frau Eiskönigin, a.k.a. Montgomery, hat es irgendwann mitbekommen. Und dann gab es natürlich die Kündigung. Sie hat gesagt, aber das Sie weiß haben ich jetzt Ziel noch. Nicht aus den Augen verloren. Ist es. Nur auf eine andere Art und Weise mache ich das jetzt. Sie meinte zu mir damals, Laser, Sie sind mit der Abstand
beste Mann, den wir jemals hatten. Und in den nächsten 100 Jahren wird sich das auch nicht ändern. Aber schweren Herzens, weil mir der Staatsanwalt bereits im Nacken sitzt, muss ich trotzdem dafür sorgen, dass sie von ihrem Amt entbunden werden und nicht mehr Polizist bzw. FIBler sind. Sorry, wollte nicht beides in den gleichen Topf werfen. Und dann hat sie mich halt gehen lassen. Aber gab mir dann noch einen Kuss auf die Stirn, schaute mit tief in die Augen und sagte: Auf die Stirn. Och, kleiner Bub. Irgendwann vielleicht nochmal wieder. Ja, wie bitte? Sorry, ich bin gerade ein bisschen in meine... Ich merke schon. Ein bisschen abgedriftet. Ja. Ja. Als Laser rauchen Sie denn? Nee. Eigentlich nicht. Nur wenn ich gestresst bin. Sonst hätte ich eine Zigarette angeboten. Dann rauche ich jemand alleine. Wenn ich nach einer Zigarette frage, dann wissen Sie, habe ich was zu verbergen. Wir können ja erstmal aussteigen vielleicht, oder? Darf ich? Oder wenn Sie sitzen bleiben. Ja, Sie dürfen aussteigen. Ich würde aber einen Fluchtversuch unternehmen. Sind Sie sich sicher? Ja, dann werde ich Sie tasern. Gut. Das war ein Spaß. Sie müssen nicht jetzt... Alles gut. Ich warn Sie nur vor. Herr Laser, sind Sie gestresst? Ich frage immer noch nicht nach einer Zigarette. Deswegen frage ich ja. Ich wollte nur sicher gehen, ob Sie sich auf dem Prinzip treu sind. Nee. Alles gut noch. Wollen Sie vielleicht einen Whisky? Naja, wenn Sie einen hätten, würde ich nicht nein sagen. Aber ich glaube, dass Sie keinen jetzt dabei haben. Soweit habe ich nicht gedacht. Jetzt haben Sie mich. Ach, Sheriff ist auch hier. Wir müssen mir auch mal zuspielen. Wir müssen uns den Ball gegenseitig zuspielen, sonst funktioniert dieses... Dann lehne ich natürlich dankend ab. Aber ich weiß, dass Sie einen hätten. Wissen Sie, wen ich letztens kennengelernt habe? Ihren Vater? Endlich mal? Das war eine offene rhetorische Frage. Ich glaube, er weiß es tatsächlich selber schon. Tatsächlich nicht, Herr Laser. Der ist nämlich immer noch mit anderen Familienmitgliedern von Ihnen unterwegs. Wen haben Sie denn kennengelernt? Stefano. Stefano. Mir viele interessante Dinge über Sie erzählt. Wie? Belastende Dinge? Interessante. Okay, aber interessant, wenn Sie sagen interessant, dann meistens für mich belastend. Können Sie halten wie Dachdecker. Der Wichser. Okay. Okay, gut zu wissen. Ja. Stefano, haben Sie eigentlich eine Anwältin? Ja. Wer ist das? Spengler. Kappel, was ist denn mit Bennett? Ja, die ist noch kurz auf Klo, die ist aber gleich da. Wie, Frau Bennett von Weasel News? Nein. Achso, die andere, die uncoolere Bennett. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne keine Ava Bennett von, oder keine generell keine Frau Bennett von Weasel News. Hä, nein? Brauchen Sie irgendwas News? Zu essen oder zu trinken? Ja, vielleicht wäre doch Essen und Trinken gar nicht mal so schlecht. Frau Bennett ist die Chefin von Weasel News. Keine Ahnung. Man kann ja nicht jeden kennen, oder? Ja, die Frau Bennett, ich weiß, wen Sie meinen. Ja, Sie haben ja auch die ganze Zeit zu tun mit Verbrecherjunge. Hallo. Hallo. Das haben Sie recht. Oh, die nicht die Gesichter wieder. Weiß. Herr Laser, bitte hören Sie auf, wirklich. Sie machen es für sich einfach nicht einfacher. Herr Campbell? Ja. Haben Sie kurz für mich? Klar. Also auf Ihr Gesicht habe ich wirklich am allerwenigsten Bock. Auf mein Gesicht? Ja. Warum? Erzählen Sie mal. Das können wir uns alle gerade denken, nur keiner spricht's aus. Okay. Also Sie können mir das auch gerne ins Gesicht sagen, das ist gar kein Problem, ich kann damit umgehen. Nee. Na okay. Dann tun Sie das nicht, dann schlucken Sie es runter. Ich versuche gerade ein bisschen die Bildschirmhelligkeit umzustellen. Na, so ist ganz gut, glaube ich. Ah, vielleicht noch ein bisschen Gamma runter. Ich habe vorhin da rumgespielt, ich Idiot. Aber so ist gut. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr Kontrast. So. Ja, ne, wieder ein bisschen mehr. Nee, so ist gut. Nee, erzählen Sie doch mal, was haben Sie denn jetzt so alles Schönes erlebt?
Achso, ich wollte gar keine Bug-Anspielung machen. Nicht so viel. Ich wollte wirklich keine Bug-Anspielung machen. Das meine ich gar nicht. So viel ist ja nicht nichts, ne? Wie lange hast du auf Toilette? Na, im Gefängnis macht man halt nichts außer an die Wand oder an die Decke starren. Sich nicht mal unterhalten. Hier geht nicht, die haben alle Angst vor mir. Verständlich. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend, ich weiß es nicht. Angst oder Ablehnung aufgrund anderer Tatsachen? Keine Ahnung, wie sie es interpretieren. Ich gehe auf die Leute zu, die gucken mich an, sagen, und gehen dann wieder. Können Sie mir sagen, die Reaktion kriege ich tatsächlich auch öfter. Oh. Das liegt aber an der Uniform. Aber in ihrer Uniform kann es ja nicht liegen. Ja. Kannst du einmal zum Sergeant gehen? Das ist ja witzig. Ich habe wirklich nicht den Bug gemacht. Herr Laser. Und jetzt. Wie ging es Ihnen denn sonst so? Erzählen Sie mal. Das interessiert mich echt brennend, muss ich sagen. Ich habe gerade schon Ihrem Kollegen erzählt, wie es mir ergangen ist. Der kann es dann in die Akte schreiben. Sie haben ja bestimmt Zugriff darauf. Dann können Sie sich das durchlesen. Okay. Sind Sie nicht so im Gesprächsflow heute oder was? Ich dachte. Nee, diese Frau stört mich einfach gerade. Soll ich mich umdrehen, Herr Laser? Nein, machen Sie nicht. Bitte. Dieses Gesicht gerade, wirklich. Laser. Das kann ich nicht ab. Diese ganze Person. Diese Haare. Diese Laser. Uniform. Alles. Laser. Aber das klingt ja nach einem Problem, was Sie haben. Herr Laser. Was? Raffen Sie sich jetzt. Sie haben doch gerade selbst im Auto gesehen, dass Sie nichts übrig haben für die Kollegen hier im PD. Herr Laser. Wenn Sie es auf irgendeine Scheiße zu erzählen, dann raffen Sie sich. Dann ziehen wir andere Seiten auf, okay? Okay. Dankeschön. Jetzt entschuldigen Sie sich. Das mache ich nicht. Doch. Dann sind Sie die nächste Zeit, wenn wir Sie wieder hochbringen, Sie kann komplett ohne Smartphone. Ich Sie nicht anspucke. Herr Laser. Kriegen kein Smartphone. Oh, fuck. Sie hören sich an wie mein Papa. Ja. Heute ist Handyverbot. Sorry. Ist das jetzt ernst gemeint? Natürlich ist das ernst gemeint, ist doch klar. Oh, das finde ich wunderschön von Ihnen, das freut mich sehr. Ja. Ja. Gut. Angenommen. Komm aus tiefstem Herzen. Oh, das freut mich, Herr Laser, wirklich. Aber umdrehen darf ich mich trotzdem, oder? Bitte, na klar. Freier Mensch. Aber Ihre Bemerkungen können Sie sich sparen. Ich möchte mir natürlich nur den Sonnenuntergang angucken. Na klar. Oh, immer noch hier. Laser, wirklich, jetzt raffen Sie sich wirklich mal. Das ist der Wahnsinn. Herr Laser, ich würde Sie auch noch ein bisschen begleiten heute. Oh, nee. Sie haben noch ein bisschen das Vergnügen mit mir. Oh, nee! Nee, das will ich nicht. Ich habe auch noch das, in der Verfassung steht, ich darf mich entscheiden, wer mit mir heute hier. Nein, das steht nicht in der Verfassung, Herr Laser. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwo steht. Oh, Oh, nee. Herr Laser, und desto schlimmer sie es machen, desto schlimmer wir es. Oh, ey. Hallo. Super, danke, bis gleich. Geht sofort los. Für mich ist es schon losgegangen. Echt? Ja, hier alles, das Ganze hier. Ja, verstehe ich. Hallo. Wunderschön. Wem haben Sie da Hallo gesagt? Ihnen. In die Runde. Ich höre Sie nicht. Hallo, Mr. Laser. Oh nee! Laser, was habe ich Ihnen eben gesagt? Oh nee! Was Laser? Ich weiß. Nee, ey! Nee! Hey Laser, muss man sich wirklich daran erinnern, dass Sie vielleicht kein Handy wieder kriegen? Entschuldigung. Alles gut. Was ist denn das Problem? Nichts, alles gut. Alles gut. Herr Laser wollte sich einfach nur entschuldigen.
Wundervoll. Wunderbar. So, wollen wir starten, oder was? Oh nee, sie auch! Oh nee, sie auch! Laser. Gut. Entschuldigung. Freund, sagen Sie doch danke, Winterbottom, dass Sie uns heute begleiten. Nicht? Ja. Bin alles zu. Ich höre irgendwie nichts. Das hat auch seinen Grund. Herr Laser? Kommen Sie mal, Herr Laser. Ich habe gelernt, vor Justizleuten nicht zu lügen. Das wird doch immer von mir verlangt. Aber jetzt ja, gerade wieder... Ja, wir wollen ja Ihre Rechte nicht verlesen. Also ist alles gut. Ach so. Das ist ja was anderes dann, ja? Oh gut. Können Sie halt wie ein Dachdecker. Richtig. Winterbottom, ich genau. Freue mich, dass Sie mich heute begleiten. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Mr. Laser. Den war doch super. Wunderbar, wollen wir aufsitzen? Ja, ich frage mal eben die Einsatzleitung. Ich bin dafür. Perfekt. Gut, wen von uns stecken wir wo rein? Also in welches Fahrzeug meine ich natürlich? Sieht das nach ziemlich wenig Fahrzeugen aus für unsere Anzahl. Das kann man dann noch organisieren. 8, 12, 6, 7. Wir haben sich schmerzlichst vermisst, Mr. Laser. Ich fahre in keinem schäbigen Polizeiauto. Das heißt für Sie nur der wundervolle FIB-Chef da, ja? Das ist so richtig. Sie werden bei mir eh nichts finden. Denn das alles Wichtige ist in meinem Kopf. Wundervoll, das glaube ich Ihnen. Dennoch würden wir uns gerne selber davon überzeugen. Ich möchte Sie ja nicht der Lüge bezichtigen. Ich möchte meine jetzige Lebensabschnittsgefährtin, aka Mitbewohnerin, anrufen und ihr dringlichst raten, die rote Kiste unter unserem Bett irgendwo anders hin zu transportieren, weil sonst wird es unangenehm. Zu spät, Mr. Laser, die Wohnung von Frau Wojcikowski ist bereits durchsucht worden. Bennett? So, dann los, Herr Laser. Scheiße. Komm mit mir. Welcher Staatsanwalt kommt bei uns mit? Winterbottom, Bennett, nicht Herr Wixerbottom, auf gar keinen Fall. Nein! Nein. Da sitzt Laser. Hallo, Mr. Laser. Ja, ich melde mich nachher nochmal zurück. Ich bin gerade unterwegs, DB. Aber wenn die das out, wenn die das tun, dann geht es. Wo geht's? Anführungszeichen Kolonne. Ja, nur. Ja. Oh nein. Ja. Ne, 4. Achso, du musst uns noch Sondereinsatz oder so einen Bums machen, ne? Herr Winterbottom ist was nochmal? Was? Welche? Was? Art von Beruf verübt nochmal Herr Winterbottom? Was macht er da richtig? Also, wie heißt das? State's Attorney. Das oder ist Staatsanwalt. Staatsanwalt. Ah, okay. Wieso? State's Attorney, das hat sich viel wichtiger angehört als das, was er wirklich ist. Es ist 1:1 dasselbe. Ja, gut, dann bin ich ab sofort auch. Terrorist. Na, hören Sie auf, der Laser, bitte. Okay, hört sich auch cooler an, oder? Nicht wirklich. Das klingt auf beiden Sprachen nicht gut. Gut. Wild. Hier wird's richtig wild zu parken. So, eine BCSO-Streife bitte an den Haupteingang stellen. Die PD-Streife an dem Eingang, an dem sie bereits stehen, und wenn es soweit alles steht, gehen wir mit dem Herrn Laser in die Bank hinein. Gut. Geh mal. Gut. So, dann los. Kommen Sie mit. Einmal bitte entfernen, der Herr, ne? Oh, Sie dürfen.
Blazer, mitkommen. Nicht unter Polizeischutz, ich bin's da. Autogramme gibt's später, mein Bester. Die sehen nicht meinen Kontostand ein. Abend. Muss ich irgendwas machen? So. Miss Bennett? Sehr schön. Sie haben die Daten von Ihnen zum Abgleichen. Dann, Herr Laser, dürfen Sie sich gerne Ihre Habseligkeiten, Immobiliendaten, Fahrzeugdaten gerne hier bei dem Herrn nochmal einholen und uns dann gerne mitteilen. Ja, nix. Oh, glaube ich. Sie besitzen nichts und wohnen nirgendwo? Ich besitze ein Fahrzeug. Ja. Der Standort des Fahrzeuges wäre das, was Sie benötigen würden, bitte, Mr. Laser. Ja. Der Standort, der ist irgendwo eingeparkt. Welches Fahrzeug geht's denn, Herr Laser? Was ist denn ihres? Eine Kokette. Ja, die hab ich. Ich weiß, wo die steht. Wieso? Wie sie haben sie? Wunderbar. Wie sie haben die Kokette? Sie ist in sicheren Händen. Sie ist in ihren Händen? Das widerspricht sich. Sag ich ja, sicher. Sie können... Was ist mit meinem Fahrrad? Sie besitzen noch ein Fahrrad? Da haben Sie jetzt nicht mit gerechnet. Und wieder lache ich als letztes. Ich denke nicht, nee. Herr Laser? Ja? Sie sprachen von einem Hotelzimmer. Das also ist wenn wahrscheinlich, Sie, also das ist quasi Ihre Zweitresidenz, wenn Sie es wollen. Wenn Sie nicht bei der Frau Wojciechowski nur wohnen, wenn ich betrunken bin und irgendwelche Nutten abschleppen muss und meine Ehefrau nichts davon mitbekommen soll. Ich habe auch gerade gar nicht, dass Sie verheiratet sind. Aber gut. Oh. Das wäre dann wo? Es ist dann eher ein Stundenhotel? Das ist schon ein für eine Nacht. Das ist in der Southside, das günstige. In der Southside. Mehr gönne ich nämlich meinen Partner nicht. Also Sie sind ja ein ganzer Mann. So. Sehr gut. Eine Adresse würde mir dabei helfen tatsächlich. Das ist... Ich kannte das Hotel. Lassen Sie mich ganz kurz nachdenken, wie das heißt. Das ist das neben dem Ammunition, ein Block weiter. Das richtig günstige. Vielleicht wissen Sie, welchen ich nicht meine. Meinen Sie das Banner? Das noch mal, bitte. Das was? Das Banner? Ja, das Banner Hotel. Das ist nicht die Southside, aber okay. Doch, klar. Okay. Ja, oder weiter. Der nördliche Teil der Südseite. Also das ist Southside halt. So wie dreimal rechts, einmal links ist, ist klar. Welches Zimmer? 365, glaube ich. Oder 356, eins von beide. Dann schauen Sie doch einfach mal auf Ihren Schlüssel. Ah, nee, das ist schon Moment. Ich besitze den Juga? Lol. Sehr schön. Wo steht der? Ich sag gar nichts. Sie müssen es sagen. Ist der Laser, wenn sie es uns nicht sagen, wird er es uns sagen. Also so oder so, ne? Ich weiß nicht, wo der steht. Vielleicht. Dann strengen Sie sich mal. Strengen Sie sich mal an. Vielleicht, wenn. Den habe ich nur bekommen. Aber das ist nicht genau meiner. Sie haben Zugriff auf das Fahrzeug, richtig? Das ist so richtig. Aber das dürfen Sie wirklich nicht durchsuchen. Weil das ist mein Plan B, Baby. Also eigentlich mein Plan F. Mhm. Sehr gut. Also wie gesagt, also entweder sagen Sie uns, wo der steht, ansonsten werden wir uns über Befugnisse den Standort eben verraten lassen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen den Schlüssel geben. Das ist ja nicht mein Fahrzeug, das ist ja Ihr Fahrzeug. Eigentlich auch nicht mein Fahrzeug. Es ist nur, der Schlüssel ist nur... Ist es geliehen oder was? Ich habe nur einen Schlüssel bekommen. Von wem? Ich glaube Pietro Macareno. Aha. Sie glauben oder Sie wissen? Ich weiß. Ich stelle mich nur gerne dümmer.
Seht ihn. Gut. Danke. Soll keiner erfahren, dass ich ein Genie bin. Sie haben... Ja. Das wird keiner erfahren. Machen Sie sich keine Sorgen. Und Sie haben keinerlei Kenntnis darüber, wo dieses Fahrzeug sich befindet. Ich habe das letzte Mal, als ich es benutzt habe, das darf der Pietro aber nicht wissen. Nein, ich habe mit dem Unfall gebaut, habe mir gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Dann habe ich das Benny geholt, die haben es dann abgeschleppt, dann habe ich es nie wieder gesehen. Und ich habe es ihm noch nicht bis heute gesagt. Also Bennys hat es abgeschleppt und nicht zur Reparatur gefahren. Doch, die haben es repariert. Also die haben es genau, die haben es also auf ihr Fahrzeug geladen und dann haben die es wahrscheinlich zu ihrer Werkstatt gefahren. Okay. Gut. Dann werden wir als allererstes zum... was sagten Sie jetzt? Also sind Sie im Banner Hotel denn noch eingemietet? Nein, bin ich nicht. Sind Sie nicht mehr. Gut, dann werden... wie schaut es genau? Und Ihre Lagermöglichkeiten, Süd- und Nordlager? Also ich ehrlich, weil wir fahren, wenn Sie nichts sagen, einfach zu beiden. Ich bitte Sie. Ich weiß gar nicht, wo die Sachen stehen und erst recht nutze ich sowas nicht. Dachte ich mir. Deswegen haben Sie ja den Yoga. Genau. Sehr gut. Dann werden wir jetzt als erstes zum Back fahren und dieses Fahrzeug, damit ihm auf die Sprünge geholfen wird, wo dieses Fahrzeug sich genau befindet. Ja. Und also das gehört Pietro Macareno. Mehr kann, also weiß ich nicht. Gut. Haben Sie auch seine Dingens durchsucht? Weil wenn ja, dann hat sich das ja eigentlich... Das kann ich, das müssen Sie verschieden Ihrer Gegenwart weder bestätigen noch verneinen. Nee, nur damit Sie dann, also es ist ein Denkanstoß, weil wenn ja, dann haben Sie auch das schon bereits kontrolliert, dann müssen Sie sich ja nicht, also jetzt nochmal machen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Denkanstoß. Aber wie gesagt, ich weiß, wir werden in dieses Fahrzeug mal hineinschauen. Okay, Frau Montgomery hat, wie gesagt, die hat ja auch gemeint, ne, ich bin halt für die kommenden 100 Jahre der mit Abstand noch beste Agent, den sie jemals hatte. Also nichts gegen Sie, Sie können aber wahrscheinlich nur im Rahmen des Menschlichen agieren. Bei mir reicht's doch darüber hinaus. Ne? Sie hat das mich spricht Ihnen auch keine ab, Herr Laser. Dankeschön. Also der Herkules des FIB-Gebäudes, so ein Halbgott. Also ich glaube tatsächlich, da, wenn sie schon in die griechische Mythologie abtrifft, glaube ich tatsächlich eher der Sisyphus. Aber gut, dann fahren wir jetzt erstmal zu. Ich habe nur das von Disney geguckt. Ganz einfach. Ja, machen wir jetzt. Oh Gott. Sehr schön. Gut. Dann können wir gerne wieder raus. Sisyphus. Sisyphus heißt ein Berliner Nachtclub, wo sich die ganzen Leute immer Chemie reinballern. Woher kennst du den denn? Kein Kommentar. Ich möchte die PR melden. Ja, danke, Laser. Mit den Leuten da, ja? Ich könnte sie jetzt entwaffnen. Und dann könnte ich einen Taser gegen ihren Kollegen richten und alle hier umhauen. Und dann haben andere Schusswaffen. Nee. Zivilstreife gerne vorfahren und mal die Lage checken. PAC. So, der Schaffter fährt wieder raus. Zwei anderen Streifen gerne hinten anschließen und dann fahren wir los. Stopp. Aber dann müssen wir jetzt nicht alle gemeinsam hin, oder? Bitte? Zum PAC. Warte kurz. Sorry. Funkspruch wiederholen. Wir fahren. Es werden wahrscheinlich nicht alle das Gebäude erstürmen, Mr. Laser. Ich hab leider... Denn in meinem Freundeskreis der Arbeit... Herr Laser, seien Sie mal bitte ganz kurz ruhig. Okay, sorry. Laser. Entschuldigung, bitte Funkspruch wiederholen. Das mit Weasel News bitte wiederholen. Passiert da? Ja, das können Sie ja gerne machen. Frage, haben wir jemanden von der PR dabei? Was war das? War das ein Bug? Oder war das Action? Weiß ich nicht. Gut. Wir kriegen den Nachtrag ein Statement.
Ja, falls Wieselnuss fragt, sie bekommen nach im Nachgang ein Statement. Ach, diese Kopfschmerzen. Ah, verstehe. Wie, von was denn ein Statement? Zu der jetzigen Aktion? Da habe ich aber auch Mitspracherecht. Ich würde jetzt gerne Leute zusammenschreien, aber dann störe ich ja wieder Funkgespräche. Aber wenn die Kokette bei uns steht, da waren wir da schon drinne? Campen? Nee, noch nicht. Haben wir noch nicht? Nee. Gut. Also steht in der Mesa. Oder was soll ich hier parken? Wir fahren an die Rückseite. Wir parken an der Rückseite. Es fühlt sich nicht so an, Mella Miau. Es ist fucking fremdgehen, wenn die anderen Leuten beim RP zuguckt. Und nicht mir. Aber gut zu wissen. Mods, könnten wir warten, bitte mal kurz einen Vermerk machen bei den gewissen Leuten, die das gerade erwähnt haben? Laser, komm weg bitte mit. Wir gehen rein. So. Dann gehen wir einmal vor zu dem Herrn oder Dame. Aber was muss ich denn jetzt machen? Oh nein, jetzt sehen die das. Das ist so peinlich und meinen ganzen. Oh. Das ist hier das meistbesuchte Gebäude von mir. Ist nicht so, wie es aussieht, Leute. Oh nein, jetzt sehe mich meine ganzen arbeitslosen Freunde, die immer wieder ihre Bescheinigung verlängern lassen. Sie haben Freunde? Ja. Kennen Sie nicht, oder? Nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Ich rede nicht so viel mit imaginären Menschen. Soll ich erfragen, wo mein Fahrzeug steht? Wo der Yuga steht, ja, wo die Kokette steht, weiß er. Ich ein Yuga, Herr Laser. Der Yuga, den kann ich gar nicht, der gibt mir keine Informationen dazu. Wahrscheinlich bin ich nicht Besitzer, Eigentümer. Oh Gott. Das sieht mir nach einer Razzia aus. Oh nein! Nein, das ist nicht so, wie es aussieht! Bitte nicht groß jetzt an die Glocke hängen! Können wir das mal eben filmen? Oh nein! Nein. Herr Laser, wie geht's dir? Oh, scheiße jetzt! Nicht filmen! Herr Laser. Ja. Herr Laser. Also sie, der Herr gibt den keinen Standort nein, für den Yuga, das ist alles ihre Schuld, ey! Mann, das kotzt mich so an! Jetzt beruhigen sie sich und wir gehen wieder. Oh Mann! Prost! Mr. Laser! Ey! Ey, mach die Kamera aus, so eine Scheiße, ey! Hier in Los Santos hat man kein Recht am eigenen Bild.